Jo, da sind wir wieder bei Tales of Phantasia. Immer noch in Volts Höhle und... Was ist das? Notausgang. Wie ging das jetzt nochmal? Ich glaube, man muss in der richtigen Reihenfolge. So. Oder? Wie ging das? Wenn ich es nochmal mache, bringt nichts. Ah, okay, also doch. Aber doch, einfach nur mehrmals hintereinander. War ich vorher nicht schnell genug? Ja, da kommen wir nicht dran. Jetzt muss ich kurz gucken, was haben wir mit dem Team. Ich würde mein Team doch lieber ein bisschen ändern. Und zwar die beiden austauschen. Da Klaus doch ein bisschen besser reinhaut. Wie hat man? Nein. Hey, wie ging das denn nochmal? Ah, so. Okay, ich komme gerade ein bisschen durch. Ich habe zu lange nicht mehr gespielt. Hallo, Volt, die Volt. Dies ist also der berühmte Volt. Was sagt er da nur? Oh, zwei Alraunen. Wie schön. Ja, das... Ach, geh weg. Wird sicher ein sehr spaßiger Kampf, denn... Moment mal, mit was schlägt mich die Alraune da gerade? Wo kommt das her? Ja gut, Volt. So, jetzt müssen wir erstmal hier Volt fertig machen. Jetzt habe ich die Alraune gar nicht gescannt, ne? Egal, davon gibt's mehr. Ah, das ist auch ganz böse bei Volt. Er geht einfach durch uns durch und haut uns gerne eine rein. 3700. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel der eigentlich hat. Maxwell. Genau hier, Kugel gegen Kugel. Hau ihm deine Kugeln ins Gesicht. Nein. Lass meine Leute in Ruhe. So, jetzt bin ich wenigstens wieder etwas bei einem Leben. Und die schöne Musik natürlich, der Fighting of the Spirit, weil wir halt gegen Geister kämpfen. Au, au, au. Ich mache einfach nur einen Beast nach dem anderen, denn ich muss ja die Attacke auch ein bisschen trainieren. Und ich habe gesehen, ich glaube, ich habe jetzt irgendwie übersehen, dass ich Beast gelernt habe, weil anscheinend habe ich Beast schon etwas länger. Aber ich habe geguckt, das lernt man auf 37, glaube ich. Und ich habe mir gedacht, auf 41, als ich eine neue Attacke gelernt habe, wäre das Beast gewesen, aber das war dann doch Coil. So, Luna bringt schon mal gar nichts. Deswegen machen wir sie direkt wieder aus und du haust einfach nur noch Maxwell rein. So, aber Volt ist hier eigentlich gar kein Problem, würde ich sagen. Er ist in anderen Spielen doch viel schwerer. Hallo! Er ist in anderen Spielen doch ein kleines bisschen schwerer. Zum Beispiel in Tales of Eternia ist Volt ein ziemliches Arschloch. Hier geht's ja eigentlich noch. Sag mal, kannst du auch mal wieder Judgment machen? Das hat eigentlich gerade am meisten abgezogen, muss ich sagen. So. Danke. Nachdem ich es extra anwählen musste. Hier, guck mal, 3500 Schaden. Dein Glaive macht nicht so viel. Was kommt jetzt? Danke. Du hast es verstanden, was du tun musst. Und wir haben gewonnen. Ja. Fragezeichen hat das Maragdring gehalten. Super, und eine Menge Geld. Und ein Level-Up. Und TP. Er hat sich etwas beruhigt. Gut, dann wird es Zeit für den Pakt. Verstehst du, was ich sage? Blablabla. Ach, egal.
Aber welchen können wir jetzt verwenden? Wir nehmen einfach alle. Ich suche dich, großer Elementargeist des Blitzes. Ein Zeichen des Ringes form einen Pakt mit mir. Mein Name ist Klaus. Sieh mal, der Sardonyx fängt an zu glühen. Wir haben mehrere noch, also noch weitere Ringe? Das muss ich gleich mal nachschauen. Yay, Klaus kann nun Volt beschwören. Jetzt möchte ich aber kurz mal gucken. Ausrüstung. Klaus. Ich glaube, den Diamant haben wir noch keinem zugewiesen. Sonst Granat, Opal, Rubin. Smaragd? Ah, das ist der Smaragdring. Moment, war das Smaragdring da schon halbiert? Nee, nur Drittel. Moment. Das wollen wir doch mal eben schnell ändern. So, wir haben... Ich sehe schon, was für ein billiges Ding wir schon wieder bekommen haben. So, Macht der Rune da. So, auf den Smaragdring und wir haben wieder einen Feenring. Und den geben wir... Ja, gute Frage. Onyx, Mystic Sim... Du hast schon einen Feenring. Okay. Er hat gleich zwei Items, die maximalen HP... Ach, braucht er nicht. Hier. Du kriegst auch einen Feenring. Oder ich könnte ihn Mint geben und dann... Kann Mint noch ein... Kann... Ja, die kann aber nichts angreifen. Nicht wirklich angreifen. Ach, kack drauf. Ich lasse es jetzt so, wie es ist. So, Mint heilen uns einfach mal alle durch. So, hier ist sonst nichts. Wie komme ich da unten dran? Amber, kannst du das für mich holen? Ich wusste, dass du das fragen würdest. Ich bin gleich zurück. Ja. Das ist natürlich kein Problem, die Sachen da unten zu holen. Mach bloß nichts, was denn der Bruder ist. Bleib in Sichtweite. Schnauze! Du brauchst mir nichts zu sagen. Da hat mir gemeckert, warum ich Chester so eine Stimme gebe, aber... Ich will's einfach. Ich mag das. Jeder braucht eine eigene Stimme. Und Chester ist halt der... Ami, Brite, whatever. Vom Lande. Deswegen. Hier, bitte, Chris. Musst du nicht gleich so sauer werden. Chester, ich hasse dich wirklich! Hätte jemand gesehen, dass du mich mögen sollst! Hätte ich auf damit. Ja, das ist weder die Zeit noch der Ort zum Streiten. Puh, von mir aus! Was ist los, Amber? Nichts. Smaragdring und Fragezeichen. Ich habe noch einen Smaragdring. Oh, jetzt habe ich schon zu viel davon. Egal, wir haben eine Fragezeichenkleidung, die neu ist. Klingt doch schon viel besser. Moment, macht der Rune. Auf die Kleidung. Und wir haben das Sternengewand erhalten. Mal sehen, ob das irgendjemand ausrüsten kann. Du könntest das. Sie könnte das. Sie auch. Ja. Was hast du denn für eins? 18, 25. Oh, du hast das Schwächste von allen. Okay, du bekommst das mit 55! Ja. Von 18 auf 55 ist doch ein gutes Stück, muss ich sagen. So, wir müssen nun wieder zurück nach Euclid. Oder was? Euclid war es nicht, nicht Venezia. Und in Euclid habe ich vergessen, was zu machen. Zum Beispiel gegen dieses Monster hier kämpfen. Oder gegen diese Monster hier kämpfen. Bam. Komm, nochmal Volt. Ich möchte Volt sehen. Richtig so. Bam! Mit Blitze. 1000 Indignations. Auf einmal. Ganz genau. Ich gebe ihn doch. Dingens hier. Ich gebe ihn ihr. Hat sie ein paar weniger KP, aber dafür hat sie einen Feenring. Heißt, sie kann viel... Dann lasse ich ja auch alle Attacken an. Nein, Mann. So, L. Dann darf sie auch alles machen, weil es eh... Hier, komm, was kostet. So, Acid Rain, darf es auch Silence, darf es während des Kampfes sogar ein bisschen was tun und nicht einfach nur rumstehen und...
nichts tun. So. Dann wir gehen nach Euclid und gehen oben rein. Genau, dass wir direkt im Schloss rauskommen. Denn im Schloss können wir irgendwo genau nach oben gehen. Und jetzt suche ich eine Frau. Lass mich mal durch. Genau, noch weiter hoch oder oben. Und jetzt eine von denen. Boah, ist das hoch. So hoch. Ich hab Angst. Das Kind hat Höhenangst. Liebe Sammelkarten, ich hätte sogar eine schwarze Karate. Hey, du hast die. Gib ich mir sie, gib ich dir meine braune. Okay. Juhu. Genau, wir können die Karten tauschen. Und jetzt haben wir halt unsere schwarze Karte getauscht, die wir jederzeit wieder holen können, aber. Wo ich eigentlich gerade hier bin, kann ich auch einfach mal eben so am Turnier teilnehmen? Zeige es ihnen. Was? Nein, nein! Ich wollte eigentlich nur fragen, ob sie zum Turnier geht. Viel Glück, Chris! Pass dann gut auf dich auf! Es ist eine gute Gelegenheit, deine Fähigkeit zu testen. Viel Glück! Danke. Ja, ich. Ich fühle mich gerade ein Herausforderer. Der Name des Herausforderers ist Chris. Schon aus, Toltus? Der Name eines alten Ortes. Oh, du meinst bestimmt Miguel. Er kämpft mit einer Schwerttechnik von Albia. Dieser Held ist auf der Mission, Daos zu besiegen. Danke, danke. Kein Problem. Viel Glück, Chris. Du solltest besser, Du solltest besser dich verlieren. Gut, dann lass uns den Kampf beginnen. Es wird Zeit für die ersten Monster. Boah, das Vieh sieht aber groß aus. Was bist du? Ein Kind. Ein Käferbär. Mhm. Gut, ich gehe mal davon aus, dass die auch ein bisschen stärker werden, aber. Der war es schon mal nicht. Ich habe mich nicht mehr bewegt, ich habe einfach nur. Ah, tot. Nun Monster Nummer 2. Ich pulle ein bisschen vor dieses. Oh nein! 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 Ich mag dich nicht. Stirb! Bock dich einfach mit Beast weg, bevor du irgendwas tun kannst. Was habe ich eigentlich für Items, würde mich mal interessieren. Ah, ich wollte schon sagen, ja, aber die bringen eh nichts. Die, also Apfelgel, Mischgel. Nur die habe ich behalten. Wow. Sag mal, wie viel Leben hast du eigentlich? Gut, ich bleib bei Beast. Dummes Viech. Während Beast kann ich das Ding nicht angreifen und ich trainiere die Attacke noch ein bisschen. Und die kostet mir auch nur 6 TP. Sag mal, du lebst mir aber doch ein bisschen zu lang, oder? Wie fühlt sich denn. Wow. Wie fühlt sich denn so ab? Ah, perfekt. Er ist kurz betäubt. Das heißt, ich kann mich hier mal heilen. So. Wie viel Leben hat das Viech? Hilfe! Boah, danke, endlich mal. Dumme Kraken. Ich weiß, warum ich die hasse. Oh, ich habe einen Bogen gehalten. Was? Wie viel Erfahrung? Das ist aber nicht die Standardkraken, die ich sonst immer gemacht habe, oder? So, ein bisschen vorspulen, bis das Monster rauskommt. Das ist eine Alraune? Mandragora. Oh, die sind böse. Weil die können einem die KP absorbieren. Und mich mit ihrem imaginären Penis schlagen. Was ich mal versuchen könnte, wäre. Ich glaube, ich habe Beast Egg schon. 34% erst. Ne? Nochmal Sword Rain.